Die Welt von Herbert Nitsch liegt unter dem Meeresspiegel. Wenn er abtaucht, ist er in seinem Element. Ohne Sauerstoffgerät dringt er in Tiefen vor, in denen andere Menschen sterben würden. Ein einziger Atemzug reicht ihm aus. Die meisten Delfine tauchen zum Luftholen häufiger auf als Herbert Nitsch. Bei normalen Menschen setzt nach etwa einer Minute der Atemreflex ein. Doch Herbert hat gelernt, genau dieses Grundbedürfnis extrem lange zu unterdrücken. Seit 1999 arbeitet er an seiner Technik. Herbert Nitsch ist einer der besten Apnoe-Taucher der Welt. Ohne Pressluftflasche, nur mit seiner Atemluft versucht er, sein Ziel zu erreichen. Sein Körper hat sich in unzähligen Tauchgängen den extremen Herausforderungen der Tiefe angepasst. Juni 2012 vor der griechischen Insel Santorin. Dehnübungen für Zwerchfell und Lunge vor einem neuen Weltrekordversuch. Das Ziel? Die 250-Meter-Marke. Noch nie ist ein Mensch ohne Atemgerät so weit hinabgetaucht und lebend zurückgekehrt. Es ist ein Moment höchster Konzentration. Beim Tieftauchen ist der Blick nur nach innen gerichtet. Das heißt, dass man sich quasi abcheckt ständig, wie der ganze Körper funktioniert, egal welche Disziplin, Wettkampf, ist dafür da, das eigene Limit zu erforschen. Herberts Lungenvolumen ist mit etwa 10 Litern doppelt so groß wie bei einem untrainierten Menschen. Mit einer speziellen Technik, dem Lungpacking, kann er noch weitere 5 Liter in seine Lungen zwängen. Wir dagegen schöpfen nur 60% unserer Lungenkapazität aus. Immer länger, immer tiefer. Seit Jahren ist Nitsch ein unermüdlicher Rekordjäger. Schon 2009 raste er mit einem Tauchschlitten auf unglaubliche 214 Meter Tiefe. So weit ist es vom Boden bis zur Kugel des Berliner Fernsehturms. Es war ein neuer Weltrekord. Den will er nun, 3 Jahre später, selbst überbieten. Letzte Vorbereitungen für den Tauchgang in den Unterwasserkrater bei Santorin. Ein selbst konstruierter Metallschlitten soll Herbert in Richtung Meeresgrund ziehen und mit einem Hebeballon sicher wieder nach oben bringen. Es ist ein riskantes Spiel mit dem eigenen Leben. Drei Meter pro Sekunde geht die Fahrt nach unten. Nichts als Kälte, Dunkelheit und enormer Druck erwarten ihn. Nach etwa 3 Minuten sollte Herbert sein Ziel erreichen. Mit zunehmender Tiefe und Dauer des Tauchgangs steigt der Stickstoffgehalt im Blut. Herbert wird quasi langsam high. Alles muss jetzt automatisch ablaufen. 3 Minuten! Tatsächlich erreicht er unglaubliche 250 Meter Tiefe. Doch dann, auf dem Rückweg, verliert Herbert das Bewusstsein. Rettungsschwimmer bringen ihn nach oben, ohne den geplanten Zwischenstopp für einen Druckausgleich. Doch durch den raschen Druckabfall beim Auftauchen bilden sich im Blut Blasen. Sie dehnen sich explosionsartig aus und verstopfen seine Gefäße. Oxygen. 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 Jetzt geht es um Leben oder Tod. Denn Herbert hat mehrere Schlaganfälle erlitten. So, am Anfang war die Prognose von den Ärzten nicht so rosig. Rollstuhl für den Rest meines Lebens. Also ich war zu dem Zeitpunkt auch nicht sehr motiviert. Und war eigentlich kurz davor, dass ich das Ganze beende. Und dann habe ich gesagt, okay, das schaue ich mal an.
und habe dann bald gemerkt, dass es doch besser ist als erwartet und relativ bald auch gemerkt, dass ich dasselbe in die Hand nehmen muss. Die ersten Schritte nach 5 Monaten Reha, noch unsicher. Doch Herbert Nitsch gelingt, was kein Mediziner für möglich hielt. Die Rückkehr in ein weitgehend normales Leben. Das Element, das ihm fast zum Verhängnis wurde, gibt ihm jetzt die Kraft, nicht aufzugeben. Ohne Wissen der Ärzte schleicht er sich immer wieder aus dem Krankenhaus, um zu tauchen. Denn im Wasser ist er schwerelos. Hier kann er sich frei bewegen. Nur hier spürt er die Folgen seines Unfalls kaum. Ich merke natürlich, dass mein Körper Einschränkungen hat. Mit der Balance, mit dem Schreiben, mit dem Reden. Und das ist teilweise sehr, sehr enervierend. Aber das Tauchen komplett aufgeben, war für mich nie in Frage gestellt. Der Apnoe-Forscher Eugenius Canyussas soll Herberts Tauchfähigkeit untersuchen. Was geschieht im Körper des Tauchers, wenn er unter Wasser die Luft anhält? Wird Herberts Gehirn ausreichend durchblutet? Ein Sauerstoffmangel könnte schnell zu schweren Schäden führen. Und wie reagiert sein Herzschlag auf den Atemstillstand unter Wasser? Ist der Tauchreflex bei Herbert Nitsch auch nach dem Unfall ausreichend ausgeprägt? Davon hängt ab, ob er überhaupt wieder tauchen darf. Dieser Reflex ist eine Art Schutzmechanismus, den wir alle von Geburt an besitzen. Er wird ausgelöst, sobald wir die Luft anhalten und unter Wasser tauchen. Spezielle Sinneszellen für Kälte neben der Nase und in der Stirn lösen dann blitzschnell eine Reaktion aus. Unser Herz beginnt langsamer zu pumpen. In der Regel schlägt es nur noch 50 statt 70 Mal in der Minute. So spart der Körper Energie und kann im Notfall länger überleben. Unser Tauchreflex ist ein Überbleibsel der Evolution. Bei Walen und Robben ist er viel stärker ausgeprägt. Die Meistertaucher setzen ihren Kreislauf unter Wasser komplett auf Sparflamme. Zusätzlich speichern sie Sauerstoff im Blut und in den Muskeln. Doch auch der menschliche Körper kann im Wasser besser zurechtkommen, als wir ahnen. Die Moken, Seenomaden vor der Küste von Thailand und Burma, sind von klein auf an ein Leben unter Wasser angepasst. Wenn die Kinder nach Muscheln und Seegurken suchen, können sie nicht nur bis zu 3 Minuten die Luft anhalten. Sie haben auch gelernt, unter Wasser gestochen scharf zu sehen, ohne Taucherbrille. Eigentlich liegt unter Wasser der Fokus der Lichtstrahlen hinter der Netzhaut. Das Bild wird unscharf. Die Mokenkinder können jedoch ihre Linse fast bis zur Kugelform krümmen. Jetzt liegt der Fokus genau auf der Netzhaut. Das Bild wird scharf. Zusätzlich ziehen sie ihre Pupillen zusammen, wie die Blende einer Kamera. Insgesamt gleichen sie so eine Fehlsichtigkeit von 30 Dioptrien aus. Theoretisch kann das jedes Kind, wenn es trainiert. Erwachsene verlieren diese Fähigkeit. Herbert Nitsch hält im Tauchturm seit mittlerweile 2 Minuten die Luft an. Sein Herzschlag hat sich deutlich verlangsamt. Der Tauchreflex besteht also noch. Der Forscher gibt grünes Licht. Ich habe das Gefühl, dass ich bei der Apnoe Kontrolle habe. Und moderates Apnoe geht auf alle Fälle. Und extremeres oder tieferes Apnoe tauchen, das werde ich dann sehen, wenn ich das mache. Vor der griechischen Insel Symi will Herbert Nitsch einen neuen Versuch wagen. Hier liegt die Wiege des Apnoe-Tauchens. Schon vor 2500 Jahren sammelten die Menschen in der Ägäis Schwämme und Korallen vom Meeresboden. Herbert und sein Team suchen nach einer Stelle, die tief genug ist für einen Tauchgang der besonderen Art. Diesmal will er sich nur vom Gewicht eines Steins nach unten ziehen lassen.
Zwei Sicherungstaucher werden Herbert auf den ersten Metern begleiten. Panik gibt es nicht beim Freitauchen. Man muss ruhig sein, entspannt sein, wenn was schief geht dabei und Situationen, wo vielleicht jemand Panik hätte, muss man Ruhe bewahren, weil ein bisschen Anspannung reicht schon aus, dass man so viel mehr Sauerstoff verbraucht, dass man es sicher nicht schafft. Bei seinen Atemübungen versetzt sich der Taucher in einen Zustand zielgerichteter Trance. Dadurch kann er den Atemreflex länger unterdrücken. Die Lunge wird bis an ihre Grenzen gefüllt. Und die Tiefe hat Herbert Nitsch wieder. Schon nach wenigen Metern reagiert sein Körper so, wie er es soll. Um die lebenswichtigen Organe mit Sauerstoff zu versorgen, strömt Blut aus Armen und Beinen in Richtung Körpermitte. Hauptsächlich werden Gehirn und Herz versorgt. Mit jedem Meter Tiefe wächst der Wasserdruck. Das Zwerchfell wandert nach oben unter den Brustkorb und drückt die Lunge ein. In 10 Metern Tiefe ist sie auf die Hälfte ihrer Größe zusammengepresst. In 30 Metern Tiefe schlägt das Herz nur noch 12 Mal pro Minute. Die Lunge ist jetzt auf ein Viertel ihrer Größe geschrumpft. Damit sie nicht kollabiert, wird Blut in die Lungengefäße gepumpt. Anders als Luft hält Blut dem gewaltigen Druck stand. Der Auftrieb verschwindet und der Taucher sinkt immer schneller in Richtung Meeresgrund. 90 Meter, ganz nah dran an seinem einstigen Weltrekord in dieser Disziplin. Für heute ist das Ziel erreicht. Aber für Herbert Nitsch ist das mehr als nur eine Zahl. Es ist der Beweis, was ein Mensch mit seinem Willen alles leisten kann. Herbert hat sich sein Leben und seine größte Leidenschaft zurückerobert. Ich finde, das Tauchen ist eine Erweiterung und man möchte das nicht missen. Ich kriege öfters die Frage, wie ich das weitermachen, aber irgendwie ist es so, wenn jemand anderer fragt, willst du weiter essen? Will ich auch. Seinem Element bleibt Herbert Nitsch treu, aber auf Rekordjagd gehen will er nicht mehr. Er hat ein neues Ziel, für den Schutz der Meere zu kämpfen. Damit noch weitere Generationen die Wunderwelt unter Wasser genießen können.